Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Part von This Ends Let's Play mit Carina Sommer. Ich muss mir noch einen guten Namen für dieses Let's Play überlegen. Ihr kennt es wahrscheinlich schon, weil ich die Parts ja dann danach benennen werde wahrscheinlich. Vielleicht sowas wie Landhausleben oder so. Weil es ja, wir werden ja viel mit diesem Landhaus-Pack spielen und das erkunden. Genau, und unsere Carina, die steht gerade auf, die hat bis gerade eben geschlafen, obwohl 5.09 Uhr recht früh ist. Ich würde sagen, wir lassen sie jetzt mal irgendwas kochen, frühstücken. Sie kann Eier mit Toast machen, weil sie ein Ei und ein beliebiges Brot hat oder einen Obstsalat. Ich glaube, ich lasse sie aber einen Obstsalat machen, weil das sind ja Zutaten, die wir mehr haben. Brot haben wir jetzt nicht so viel. Was können wir denn noch Neues? Gibt es irgendwas Neues, was wir machen können? Backen. Oh, einmachen. Wir können Apfelmarmelade herstellen, Tomatensoße, dafür brauchen wir aber eine Tomate. Eingemachte Pilze, dafür brauchen wir Pilze und Fleischersatz. Aha. Beliebiger Pilz, Aubergine, Sojabohne oder falsche Fleischwürfel. Soll sie jetzt mal kochen, dann soll sie nach dem Kochen einmal aufs Klo gehen, einmal duschen. Haben die Kochfähigkeit erworben, sehr gut. Dann würde ich sagen, schicke ich sie danach noch einmal angeln, weil wir brauchen ja trotz allem immer noch einen Fisch für diesen einen Arbeitsauftrag, damit wir den dann wenigstens auch noch erledigt haben. Und dann können wir vielleicht gucken, ob wir irgendwie Nachbarn oder so finden. Ne, wir studieren auch nicht. Vielleicht netten Nachbarn oder so kennenlernen. Weil wir ja auch das Ziel haben, eine Familie irgendwann zu gründen. Auch wenn wir jetzt noch nicht so viel Geld haben und es wahrscheinlich noch ein paar Parts dauern wird. Aber das ist ja unser Hauptziel. Sie wünscht sich auch joggen zu gehen. Und sie wünscht sich eine Wasserbombenschlacht zu machen. Können wir bestimmt machen, also das Joggen. Ups. Hey, ich wollte gucken, welche Quali du hast. Oh, ausgezeichnet. Sehr gut. Dann lass dir mal deinen ausgezeichneten Obstsalat schmecken. Ich mache mal ein bisschen schneller, dass wir hier ein bisschen vorankommen. Unsere ersten Pflanzen wachsen auch schon im Garten. Die Blaubeeren und was hatten wir hier? Die Glockenblume. Und unseren Baum hier. Ah, oh, halt, wir haben zwei Bäume gepflanzt. Haben wir nicht noch einen Apfelbaum gepflanzt? Ja, ah, der ist erst im Herbst aktiv. Okay. Aber jetzt soll sie erstmal ein bisschen angeln gehen. Und dann können wir weitersehen. Oh, sie könnte hier auch noch graben, um ein bisschen Geld zu kriegen. Und hier nach einem Frosch suchen. Was ist das hier? Und hier kann sie auch graben. Einfach, dass wir ein bisschen Geld bekommen, weil wir ja nicht, oder ich habe nicht vor, mit ihr so richtig einen Beruf zu erwerben. Wenn sie jetzt einen Mann später findet, der einen Beruf hat, dann ist das so, dann darf der seinen Beruf auch behalten. Aber ich möchte ihr so direkt keinen Beruf geben. Jetzt ist sie wieder energiegeladen. Das heißt, sie kann vielleicht dann auch noch eine Runde joggen gehen. Und zuerst hoffe ich, dass sie noch einen Fisch fängt für ihre Aufgabe. Einen Fisch im See von Old New Hengford zu angeln. Würde uns auch noch ein bisschen Geld bringen. Du scheinst dich nicht um dich zu kümmern. Paolo, was möchtest du von mir? Fand sie auch nicht so toll. Oh, jetzt ist sie wütend. Ah, wieso sind die Fische denn immer zu clever für dich? Dann gehst gerade danach nochmal angeln. Sehr nervig, wegen Drama-Nachricht. Warum würde jemand so etwas schreiben? Selbst wenn du beleidigt bist, warum schickst du mir das? Ja, das sind eben ihre. Das sind eben die eine Mod da, diese Slice of Slice Mod, wodurch die halt so Nachrichten kriegt. Ein Rubin. Der bringt 36. Können wir verkaufen. Einen gestreiften Plattfrosch. 10, na prächtig. Oh, sie hat ein Fossil gefunden. Fossil extrahieren. Oh! Wir können Hühner kaufen. Wir haben einfach 250 bekommen. Und wir haben Level 2 der Fitnessfähigkeit erreicht. Oh, Begrüßungskomitee. Na toll.
Komm, begrüß mal deine Nachbarn, bevor sie beleidigt sind. Neue Nachbarn begrüßen. Freundlich vorstellen. Freundlich vorstellen. Familie Watson. Ah ne, die heißt anders. Die heißt Cecilia Kang. Chang. Kang. King Kang. Wo bist du? Los jetzt. Bevor die Nachbarn wieder gehen. Sind wir weit von zu Hause weg? Oh ja, wir sind ein gutes Stückchen von zu Hause weg. Ja, aber wir haben zwei. Wir haben jetzt 574. Da könnten wir uns durchaus. Warte mal, was haben sie gekostet? Zwischen 150 und 200. Da könnten wir uns schon. Okay. Okay, die Nachbarn mögen uns nicht. Von mir aus. Dann kannst du. Auch nochmal angeln gehen. Ich war ja schließlich auf dem Weg. Ach, wie süß. Kleiner Spiel. Oh, da sind sogar Spielsachen. Oh, wie süß, wenn man mal dann später ein Baby hat. Ein Kleinkind. Oder halt ein Kind. Ja, jetzt haben wir Level 2 erreicht. Wir können Barsche, Kois und Forellen fangen. Und den Neon-Kaiserfisch. Also jetzt müssten wir ja theoretisch es doch schaffen, einen Fisch zu fangen. Wir haben keine Stereoanlage. Komm. A little fish, please. Dann holen wir uns Hühnchen. Das gibt's doch nicht. Wir wollen doch nur einen einzigen Fisch. Es gibt hier halt leider keine andere Angelstelle. Würde ich sie. Oder gibt es hier noch eine andere Stelle, wo man angeln kann? Ich glaube nicht. Ja, wir haben einen Barsch gefangen. Carina hat Informationen zur weißen Lama-Wolle gefunden, zur bayerischen Lama-Wolle. Obwohl, wir können sie ja weiter angeln lassen. Nun dann, ich denke, du konntest dir einen Eindruck von der hiesigen Landschaft verschaffen. Wenn du noch mehr tun möchtest, solltest du in Bamblewood vorbeischauen. Es ist ein Stück zu gehen, aber die Umgebung ist märchenhaft. Halte dort nach dem Kreaturenhüter Ausschau. Denn der Gegend lebt. Denn er hat vielleicht ein paar Aufgaben für dich. Oh, und denke daran, samstags den Markt von Finchfletch zu besuchen. Es findet immer verschiedene freundschaftliche Wettbewerbe statt, bei denen du deine Nachbarn herausfordern kannst. Ich bin die Preisrichterin, also halte dich gut mit mir. Sympathisch. Okay, guck mal, sie hat jetzt auch das Bedürfnis, mit jemandem zu reden. Vielleicht gehen wir jetzt noch ein wenig in die Innenstadt. Da ist hier gerade irgendwo jemand unterwegs, mit dem wir uns ein bisschen unterhalten können. Da ist jemand unterwegs. Ah, das ist. Der ist halt noch ein Teenie. Das ist dieser Lebensmittellieferant. Wir können dem mal helfen bei seinen Botengängen. Wer ist das da? Pizzalieferant. Hallo? Anissa Schwarz. Geh mal zu dem hin. Damit du ein bisschen ein Sozialbedürfnis hochkriegst. Warst du schon einmal außerhalb des Dorfes? Ich bin hier geboren, wollte aber schon immer die Umgebung jenseits des Waldes und der Zäune kennenlernen. Würdest du mir helfen, ein bisschen von denen zu sehen, was ich bisher verpasst habe? Oder vielleicht sogar mit der Bürgermeisterin über meine Träume sprechen? Ich habe doch schon mit dir über deine Träume geredet. Wir würden eine Postkarte kriegen, ein Tierleckerchen, Tuningteile für einen Viehstall und ein Kapor für die Lieferkosten eines Lebensmittellieferung. Aha. Können wir mal nehmen. Ich weiß ja nicht, ob du irgendwelche Tiere besitzt, aber ich benötige frische Zutaten. Könntest du mir welche bringen, damit ich nicht so viel zu tun habe, gegen dich zu rennen? Es
kommt halt drauf an, was du für Lebensdinge haben willst. Wenn er Eier, Milch und Wolle haben will, wir haben ja nur theoretisch Hühner. Ich möchte keine Kuh und kein Lama, deswegen lassen wir das, glaube ich, mal. In letzter Zeit hatte ich keine Gesellschaft mehr, meine Runden zu drehen. Keine Gelegenheit mehr. Würdest du mir helfen, indem du einigen Dorfbewohnern grüßt und ein paar Botengänge für mich erledigst? Ja. Hattest du auch einen... Red mal mit ihm über deine Interessen. Versuche ihn ein bisschen aufzumuntern. Hattest du auch schon mal Träume? Ich träume jeden Tag davon, die Welt zu bereisen, aber bisher bin ich hier nicht weggekommen. Könntest du vielleicht also teilnehmen? Mache ein Foto von einem entlegenen und spektakulären Ort und bringe es mir. Ich wünsche, der Bürgermeisterin hätte etwas mehr Verständnis. Weißt du, dass ich noch nie Schokoladenkuchen gegessen habe? Ich möchte einfach nur leben. Ich bin in letzter Zeit nicht dazu gekommen, mich mit den anderen Dorfbewohnern zu unterhalten. Daher werde ich dich zu ihnen schicken. Hör dich um, was in Fitwick Neues gibt. Und vielleicht kannst du ja sogar ein paar Freundschaften schließen. Red mal mit ihm über die Bürgermeisterin. Was willst du da machen? Einen Witz erzählen. Erzähl ihm einen Witz. Oh, sie hat sogar schon eine Aufgabe erledigt. Ich hatte immer ein enges Verhältnis zur Bürgermeisterin und möchte sie um ihren Rat bitten, bevor ich eine große Entscheidung treffe. Ich weiß nicht, ob sie damit einverstanden wäre, dass ich Hankford und Barry verlasse, den Ort, der ihr immer so viel bedeutet hat. Oder fällt mir was ein, könntest du vielleicht einen Kreuzstich-Arbeit für sie anfertigen und sie für mich fragen? Ich wäre dir sehr dankbar. Bla, 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 bla. Geht es jetzt unserem sozialen Bedürfnis? Wir haben immer noch nicht genug. Bedräng ihn mal spitzbübig. Lern ihn ein bisschen kennen. Oh, das ist... Nein, mach nichts Böses. Stopp! Oh, schon zu spät. Frag ihn nach seinem Tag. Entschuldige dich. Erzähl ihm eine lustige Geschichte. Verbreite absurde Gerichte. Frag ihn nach seinen Hobbys. Führe ein vertrauliches Gespräch. Frag ihn nach seiner Lieblingsfarbe. Und rede mit ihm über seine traurige Stimmung. So, ein Foto außerhalb von Hanford und Barry machen. Okay, das kriegen wir hin. Ein Kreuzstich-Arbeit anfertigen. Brauchen wir, glaube ich, so ein Set, das man kaufen kann. Schokoladenkuchen zum Lebensmittellieferanten bringen. Okay. Mit drei wichtigen Bewohnern von Hankford und Barry ein vertrautes Gespräch über Hankford führen. Okay. Ich habe in letzter Zeit nichts gehört, zumindest nichts, das ich dir verraten. Na, danke. Du mich auch. Was brauchen wir denn für einen Schokoladenkuchen? Oh, können wir schon machen. Mehl oder Zucker? Immer. Ja doch, machen wir, komm. Kochen. Schokoladenkuchen. Er mag die Farbe blau. Hä? Also ich wundere mich, wie ich dieses Schokoladending machen kann. Ich habe gar keine Schokoladenbeeren. Ich habe hier Blaubeeren und Himbeeren. Also, sagen wir, hier haben wir ja Blaubeeren. Ich würde sagen, dann pflanzen wir hier noch eine Himbeere dazu. Die Wolle haben wir hier, die Tierleckerlis. Den Barsch verkaufen wir mal. Okay. Dann gucken wir mal jetzt nach Hühnern.
Ich würde sagen, wir kaufen uns einen schwarzen Hahn und eine braune Henne und eine weiße Henne. Dann haben wir alle Farben. Und du kochst. Und wenn du gekocht hast, gehst du bitte aufs Klo. Vielleicht gehst du erst aufs Klo. Und dann pflanzt du. Oh, wir haben Hühner, Leute! Bock, 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 bock! Das sind die beiden Hühner. Und dahin kommt der Hahn noch. Die sind voll süß. Bock, 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 bock. Bock, 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 bock. Und wir haben, glaube ich, noch neue Infos bekommen. Ah, der Barsch kann ohne Köder gefangen werden. Aha. Und hier? Ah, hier haben wir auch noch was bekommen. Freundschaftsleckerchen. Kann aus einem beliebigen Obst oder Gemüse hergestellt werden. Von der Sonne geküsste Wolle. Schere ein beiges Lamm. Reduziert die Kosten bestimmter Kreuzstichmuster. Kann außerdem beim Kreaturenhüter in Bellwood gegen Tierkleidung eingetauscht werden. Weiße Wolle. Reduziert die Kosten bestimmter Kreuzstichmuster. Kann außerdem beim Kreaturenhüter erworben werden. Stimmt, wir müssen ja so einen Kreuzstich machen. Warte, dann gucken wir mal. Ich glaube, da gibt es so ein Ding. Packs. Landhausleben. Picknickkorb. Tafelaufsatz. Ich glaube, dass man da irgendwie was braucht, um dieses Kreuzstich-Ding zu machen. Wahrscheinlich so wie bei Schick mit Strick, dieses Strickding. Ein Heuballen. Ah, hier. Kreuzstich-Set. Vielleicht können wir ja noch irgendwie so ein Stuhl ihr kaufen. Nein. Dann kaufen wir hier so ein paar Kissen, soll sie sich hier so gemütlich auf ein paar Kissis setzen. Oh, wir sind pleite. Okay, das kostet 80. Und man braucht. Ja, ich habe verstanden. Man braucht pinke Lama und beige Lama Wolle. Okay. Wenn sie den Kuchen gebacken hat, soll sie sich was zu Abend machen. Macaroni mit Käse. Gemüseteigtaschen. Wir haben Level 2 erreicht. Sehr gut. Und dann muss ich hier mal aufräumen. Ich werde den Kuchen jetzt mal in den Kühlschrank machen, bis wir den Typ sie mal wieder irgendwo sehen. Und dann würde ich ihr sagen, sie soll den Kuchen ihm bringen. Machen unsere Hühnchen. Oh, die Henne schläft. Und der Hahn ist hier noch so ein bisschen draußen. Das ist auch schon spät. Gehst du jetzt auch schlafen? So, du gehst jetzt bitte noch hier, was hatte ich hier aufgetragen, die Himbeere einpflanzen, dir dann Abendessen zubereiten. Was hast du für Wünsche hier? Jemand verrückt anfunkeln, einen Bienenkasten kaufen, Spielzeug kaufen. Wir haben jetzt aktuell gerade kein Geld, meine Liebe. Um irgendwas zu kaufen. Was ist da dein 1000 Simoleon für Kindersachen ausgeben? Erstmal 1000 Simoleon haben. Auch die Hühnchen schlafen.
Manager. Ach, ja, jetzt gut. Selbstversorgerin. Nimmst du den Teller auch gleich mit? Super. Geh mal noch bewässern. Und sonst sind deine Werte in Ordnung. Ich würde sagen, dann schicke ich sie schlafen. Dann beende ich hier auch wieder den Part. Und im nächsten Part schauen wir mal dann weiter, ob wir dann weiter hier wieder an den Aufträgen hier arbeiten. Oder was wir genau dann weitermachen, müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall hoffe ich, euch hat der Part wieder gefallen. Und so viel Abwechslung gibt es halt jetzt am Anfang nicht, weil jetzt gerade im Start ist halt vor allem wichtig, dass wir Geld verdienen, damit wir uns eben ein Leben, Luxusleben sozusagen erarbeiten können, dass wir unseren Kindern dann später auch was bieten können. Aber ich denke, wenn wir dann mal stabil gut Geld haben, können wir dann auch mehr andere Sachen machen. Dann wird es auch, glaube ich, spannender und abwechslungsreicher. Genau. Dann danke ich euch wie immer fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!